Einen wunderschönen, seid gegrüßt hier da draußen. Wir gehen in ein neues Format, in eine neue Folge von Unravel 2. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Ist ein schönes, kleines, niedliches Indie-Game. Und das Schöne ist, es ist ein Multiplayer. Das heißt, ich spiele das Game mit Newbie zusammen, also mit meiner wunderbaren, besseren Hälfte spiele ich das zusammen. Wir werden hier einiges erleben als Garnknäuel. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wünsche euch dabei viel Spaß und let's go! Oh, ein Rubik's Cube. Was für ein Ding? Ein Rubik's Cube. Schön, dass du das noch weißt. Ja, dank Chess, weil sie das da singen. Ah. Ein neues Licht. Und du gehst natürlich einfach erstmal rein. Natürlich. Man muss auch ein bisschen gucken, abwägen. Sind da Gefahren? Kommt da einer? Ja, ein neues Kapitel. Yay, neues Kapitel. Das sehen wir dann das nächste Mal. Die Vorschau können wir uns ja noch angucken, oder? Ja, mal kurz reingucken. Wir gucken mal kurz mal rein. Er lädt doch schon. Ja, das habe ich doch nicht gesehen. Aber wir kommen da dann wieder raus. Cool. Wir sind wieder im Leuchtturm. Da hinten ist noch ein Rubik's Cube. Ah, wir haben neue Bilder. Okay. Ah, da unten. Da geht's als nächstes weiter. Und jetzt stellt sie deine 2 ein. Schön, dich, ne? Was macht hat sie? Hat sie da die Sperre abgemacht, sodass man auch da nach oben kommt? Aber was bedeutet das denn dann nach unten? Na, wir haben jetzt wahrscheinlich mehrere Wege, in die wir gehen können. Na gut, das erfahren wir das nächste Mal. Man muss sich ja einmal heiß machen. Einfach nur blöde rumhängen. Das war wahrscheinlich noch nicht mehr. Entschuldigung! Ich hab's kaputt gemacht! Ja, aber ordentlich. So kommt man hier in die 2D-Tasche. Das ist ein Fahrstuhl, Schatz. Okay. Aber, da unten war doch auch noch dieses Extra. Da ist garantiert ein Bonus-Level. Ja, wir werden wieder runtergehen. Da, deshalb ist da dieses V nach unten und V nach unten. Ja, no. Tut er nicht weh. Da ist ja ein Loch. Zur Heraus. Komm, die machen wir noch. Komm, die machen wir noch. Bonusmission. Ich verstecke mich vor dir. Hihi. Schließe sie ab, um gefangene Freunde zu retten und Anpassungsoptionen freizuschalten. Kann man mich auch mal lesen lassen? Nein, ich verstecke mich vor dir. Ich habe eine Herausforderung. Also wir haben eine Herausforderung gefunden. Mhm. Oh. Ja. Oh, da oben ist ein rosanes Öffchen. Guck mal. Oh, das müssen wir retten. Nee, du musst mich schieben, bitte. Wohin? Ja, erstmal irgendwo hin. Schieb mich mal in die andere Richtung. Was passiert denn da? Auch nichts mehr. Nee, ich glaube, du musst schon in die eine Richtung. Mhm. Weil du kannst dich dann hier so abstoßen. Aha. Hab dich. Ach, einer kann nur und der andere muss immer hin und her schieben. Wahrscheinlich, genau. Guck mal, ich übernehme den schiebenden Part. Bitte nicht, 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 da ist ein Rohr. Oh. Das war jetzt vielleicht auch nicht ganz so klar. Nein, war es nicht. Ich überlege noch, wie man da hochkommt. Hm. Schieb mich nochmal zurück, bitte. Ja, du musst ja erstmal wieder komplett. Achso, ja, du bist so. Ja. Jetzt in die andere Richtung, bitte. Denk dran, wenn man einen Knoten im Seil haben, ist irgendwann auch blöd, ne? Stimmt. So, weil hier ist ja, hier komme ich ja nicht lang. Da dürfte ich dich wegschieben. So, schieb mich mal rüber. Aha. Guck mal, ich kann dich sogar jetzt hier hochziehen. Ich weiß zwar nicht, wie du den ganzen Geströdel da wieder schaffst, aber ich kann dich da hochziehen. Das werden wir gleich sehen. Dumm, dumm. Ja, dann bleib da. Kannst du sie befreien? Oder muss ich mit hoch?
fürchte fast, ich muss mit holen. Dann sollten wir das alles nochmal machen, weil du hast uns hier schön... Ja, das wird nicht besser, Schatz. Ich glaube, du musst einmal so hoch. Ich schieb mich mal rüber. Ich häng Knote. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Ja. Du müsstest mich loslassen, sonst kann ich dich nicht schieben. Ja, ich habe ein paar Knoten reingemacht. Paar ist gut. So. Genau, jetzt sind wir mal da und haben keine Knoten mehr. Ah, fühlst du mal ganz gut. Okay. So. In die Richtung. Nummer 1. Das ist natürlich clever, wenn du da immer versuchst, das wieder auszuholen. So, so warte, warte. Es geht jetzt etwas langsamer, weil du dich halt festhältst. Nicht genau. So, jetzt kannst du dich ja da wieder hochziehen. Ja. Aber wie wirst du jetzt hier da hochkommen? Geh mal hoch auf das Ding. Die Plattform. Achso, Entschuldigung. So, jetzt bin ich. Weil das Teil ist da oben. Zieh mal. Kannst du ziehen? Kann ich hier irgendwie rüber? Nee. Aber wie kriegt man den zweiten Länder? Ah, so kriegst du. Warte mal. Jetzt komm ich hier hoch. Warte, warte, reicht schon, reicht schon, reicht schon. Nee, du musst ja da wieder durchpassen. Hier drüben hinbammeln. Oh! Warum springst du denn? Ja, weil du. Warum Na, ich wollte hochkommen zu dir. Du musst Jaha. Stehen bleiben. Jaha, ich hab's verstanden. Sorry. Oh. Karel! Entschuldigung. Für dich schlecht. Nein. Hörst du mal auf, jetzt da oben rumzuhüpfen? So, jetzt kannst du da oben drauf hüpfen und schieben. Du musst loslassen. Jetzt. Bleib da, wo du bist und halt mich fest. Besser. Ja. Wir haben es befreit. Das Äffchen. No. Oh, wir haben eine Freundin. Dafür ist schon deine Freundin. Du bist meine Frau. Haben wir Mira? Toll. Zu dir hüpft sie, ja, bei mir latscht sie. Du. Ja, High Five. Wir haben noch einen Jani gefunden. Ein was für ein Ding? Ein Jani. Was ist denn jetzt ein Jani? Hey, das Ding, die Dinger sind Janis. So. Das ist das letzte Mal schon erklärt. Okay. Weil Garn gleich Jan gleich Jani. Stand hier irgendwo mal. Das ist aber sehr fern. Nein, die Dinger heißen so. Wahlveranstaltung, schöne Trophäe. Sind wir denn jetzt schon wieder? Na, wir sind wieder dort, wo das Portal war. Und guck mal, da hinten ist sie. Aber ich glaube, hier gibt es noch jemanden. Herausforderung, volles Rohr haben wir geschafft. Guck mal, hier hinten sind noch mehr. Du bist schon wieder als erstes da rein. Gegen die Wand. Boom, das passt doch so uns. Das klingt schon mal vielversprechend. Oh nee. Was denn? Ist doch easy. Musst du aufpassen. Und jetzt schwing. Schwing dein Ding. Schwing dein Ding. Bevor ich tot bin. Entschuldigung, ich hab's verstanden. Etwas. Okay, dann erzähl's mir. Also pass auf. Einer muss hier hin und der andere muss ganz schnell schwingen. Los geht's. Schwing dein... Entschuldigung. Du kannst nicht einfach losspringen, ohne vorher mit mir in Ruhe den Plan zu besprechen. Es gibt keinen Plan. Also pass auf. Einer muss da drauf und hält den anderen fest, damit der da irgendwie darüber schwingen kann.
Und dann ganz schnell wieder loslassen damit hinterher, oder wie? Ja. Na dann los. Klappt irgendwie nicht bei uns beiden. Warte. Was? Ja, guck mal, hier unten kann man auch langlaufen. Guck mal, hier ist auch schön. Aber deshalb gibt es hier, könntest du bitte hier auch kommen? Ja. Deshalb gibt es das Ding, damit man das noch 5-mal machen kann. Wer springt? Du. Achso. Ich kann auch nicht schwingen, also ist egal, warte, ich spring. Was denn jetzt? Schwing! Ich kann nicht! Schwing! Du musst mich doch festhalten! Ich kann doch nicht. Los jetzt, ganz schnell. Und los! Du musst da oben auf das Ding drauf! Ach so, das da? Okay, das schaffe ich. Das schaffe ich. Kann man da auch einfach nur hinspringen? Oh, warte. Das weiß ich nicht. Vielleicht kann man da auch einfach nur hinspringen. Muss mal ausprobieren. Oh, Kerl. Hüpf einfach erstmal. Nee, guck mal nicht. Gut. Vielleicht ganz oben, aber. Das ja, kriegen wir hin. Los, komm. Runter und wieder hochgehen. Warum hast du mich nicht festgehalten? Ich dachte, wir schwingen darüber. Nein, ich wollte erstmal den anderen Plan probieren. Ach so, so weit wie möglich da hoch. Ja, und so. Dann rüber hüpfen. Ich war ja schon dran, ich habe es jetzt sogar schon berührt. Sehr gut. Wow, Magic. Und jetzt musst du dich da reinschwingen. Oh, du bist ja awesome. Vorsicht, da sind auch Flammen. Vollpfosten. Ich. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ja, da ist nochmal. Wie war das mit dem Vollpfosten? Wie hast denn du das gemacht? Und dann von hier oben ansprechen. So, hast du mich? Ja. Das weiß ich auch, was die meinen mit gegen die Wand. Das ist ja fies hier. Ich glaube, ich möchte die Herausforderung nicht machen. Aber wir kommen nicht wieder zurück. Und springen. Genau. Okay, also das haben wir schon mal auf die Reihe gekriegt. Auf die Kette. So, und hopp. Okay, ich warte hier. Ich hab dich. Boah, mit dem Gesicht gebremst. So, jetzt lass mich mal versuchen. Wir könnten ja eigentlich auch hier. Sieh zu. Sieh zu. Also, also ich kann es auch machen. Oben kommt was. Alles gut. Eigentlich musst du in der Mitte. Ja, ne? In der Mitte. Und aber warten, bis der. Ich wäre da. Warum hat der mich wieder runtergezogen? Krasse Scheiße. Weil du nach rechts musst auf den Pömpel da. Aber krasse Scheiße, also. Ich bin echt, krasse Scheiße. Oh, Entschuldigung. Hm. Weißt du was? Häng dich mal an mich dran. Trag mich, Mutti, trag mich. Jetzt nach rechts. Boah, ey. So. Also du bist schon ein bisschen heavy. Vorsicht, unten ist einer. Hab ich doch gesehen. Ja, dann schwing du dich mal da hoch zu dem Ding. Scheiße, scheiße. Halt dich doch fest. Scheiße. Halt. Zieh dich doch hoch, du kannst es doch auch. Ich kann doch aber nicht immer so schnell zwischen rechts und links und... Das ist das Blöde hier. Ach, Kacke. Ja, ist in Ordnung. War doch gut. Alles gut. Don't frustrating. Bereit? Ja. Au. Das war vor's Rohr. Und los. Warum lässt du mich nicht los? Ich habe dich losgelassen. Ja, aber ich mit dir. Hier. Au. Hab dich. Und jetzt schon wieder. Ach, du nimmst wieder den Weg, ja? Ja, hallo, warum soll ich mir die Arbeit machen? Du hast den Dreh raus. Dann könnten wir ja hier einfach tauschen. Ja, dann häng dich dran.
Warum komme ich nicht weiter? Na gut. So. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Wir müssen uns da immer abstützen, dann rüberspringen und irgendwie gucken. Das werden wir nur nicht schaffen. Warum muss man hier eigentlich immer wieder von vorne anfangen? Weiß ich nicht. Boah, es ist schwer. Also theoretisch. Ich probiere es einfach mal. Mama. So ging es nicht. So ging es nicht. Ja. Ich mag nicht mehr. Ja, dann hör mal auf. Ich gebe zu, die Herausforderung. Dann hör mal auf. Meine Batterie ist eklig. Dann gehen wir zurück ins Hauptmenü. Ah, ich bin eher auf dem Stolz. Aber man kommt hier wirklich.